So, ihr Lieben, da geht's weiter mit Teil 2. So, und zwar, jetzt kommt der Aufbau. Ich mache da nicht noch große Nail Art, ich mache da was ganz Einfaches. Deswegen kommt jetzt der Aufbau. So. Dann nehmt ihr euer Aufbaugier und modelliert euren, euren Aufbau. Ich drücke das hinten immer flach. Und modelliere das nach vorne. Beim Modellieren müsst ihr aufpassen, dass ihr den Pinsel nicht ständig ab- und aufsetzt. Sonst könnte es passieren, dass ihr Luftbläschen habt. Und wenn ihr dann feilt, dann könnte es passieren, dass ihr sie auffeilt und dann sieht es aus wie so kleine Kraterchen. Ihr müsst natürlich immer gucken, dass ihr auch keine Dellen habt. Eigentlich modelliere ich auch solche langen Nägel gar nicht. Ich habe gar niemanden, der so extrem lange hat. So. Dann guckt ihr, ob die Spitze auch nicht zu dick und nicht zu dünn ist. Ist sie zu dünn, könnte es eventuell passieren, dass das bricht. So. Das sehe ich hier. Es geht nicht dahin, wo ich möchte. So, und dann härtet ihr das aus. So. Ja, das ist eigentlich was ganz Einfaches, so eine Schablonenverlängerung. Ihr habt es ja jetzt gesehen, es war jetzt nicht wirklich viel zu machen. Klar, es war jetzt auch nur ein Nagel, aber es ist wirklich nicht schwer. So. Jetzt warten wir natürlich wieder, bis das hier fertig ist. Und wenn ihr das ausgehärtet habt, wird es gefeilt. Das dauert immer so lang mit den 2 Minuten. So, jetzt cleanert ihr ab. So, und dann faltet das Ganze natürlich in Form. Ich mache den noch etwas kürzer. So. So, ich lege die Pfeile flach auf und feile hier flach. Also wenn ihr richtig modelliert habt, dann sollte auch nichts von der Farbe runtergehen. Huch, weil das passiert ja oft, dass die Leute sagen, ach, ich feile mir da die Farbe weg.
Das ist jetzt irgendwie doof hier. So, dann kontrolliert ihr die Seiten. So sieht der gefeilte Nagel dann aus. Dann buffert ihr das Ganze. Weil wenn ihr gecleanert habt, müsst ihr buffern. Sonst findet das nächste Gel keine Haftung, keine Halt. Deswegen immer nach dem Cleanern auch wieder buffern, falls ihr das gemacht habt. Irgendwo. So, dann entstauben. Und das ist eigentlich auch schon ein fast fertiger Nagel. Ich mache da jetzt noch was ganz Einfaches drauf. Und zwar was mit Punkten. So, dann nehmt ihr weiße Acrylfarbe, mit der ihr halt sonst auch arbeitet. Und silberne Acrylfarbe. Es muss wirklich nicht viel sein. Es soll ja nur für die Punkte sein. So, ich habe das jetzt einfach mal auf eine Zellette gemacht. Eigentlich mache ich das auf eine Mischpalette. So, dann nehmt ihr euren Spotty. Geht in die weiße Farbe. Und setzt einfach Punkte. Hier. So, dann nehmt ihr die silberne und setzt einfach noch ein paar silberne dazu. So zwischenrein einfach. Dann lasst ihr das Ganze kurz trocknen. Und wenn ihr das dann habt trocknen lassen, meistens ist es so, dass die Acrylfarben matt werden, wenn sie getrocknet sind. Und ich gucke dann halt immer, ich drehe dann immer so ein bisschen den Nagel. Und dann sehe ich eigentlich auch, ob das trocken ist oder nicht. Und klar, je dünner ihr das halt natürlich auftragt, umso schneller trocknet es. Und ja, und dann brauchen wir eigentlich nur noch die Steinchen. Dann. Ich gucke halt immer. Manchmal gehe ich auch mit dem Spotty noch, weil gerade bei Silber ist es ein bisschen schwierig immer. Also wartet lieber länger als zu kurz. Weil wenn es noch nass ist, platzt euch das weg, weil die Versiegelung nicht hält dann. So. Dann versiegelt ihr das Ganze, härtet es noch nicht aus.
So. Also es ist wichtig, dass ihr natürlich am freien Rand, also hier auch mantelt schon seitlich, weil es sonst passieren kann, dass das wegbricht oder dass es splittert, und das wollen wir nicht. Und deswegen immer darauf achten, dass ihr, egal was ihr macht, okay, bei einer Schablonenverlängerung ist es jetzt nicht so schlimm, aber halt eben bei Naturnägeln immer darauf achten, dass der freie Nagelrand richtig ummantelt ist. Das ist ganz wichtig, weil sonst ärgert ihr euch nur mit Splittern rum. Und ich glaube, das will niemand. So, ich habe das Ganze jetzt noch nicht ausgehärtet, weil ich da jetzt noch Steinchen einsetze. So, Moment. So, und zwar habe ich solche irisierenden, und den setze ich jetzt einfach hier in die Mitte. So, und dann nehmt ihr euch einfach noch solche mittelgroßen silbernen Kristallsteinchen. So, dann gehe ich manchmal, ich mache es eigentlich nicht immer so, also eigentlich kaum, aber bei einem großen Stein sollte man das machen, nochmal ein bisschen mit Versiegelungsgel rum, damit einfach der Stein später nicht rausfliegt. So, und dann wird das Ganze ausgehärtet. So, das war es eigentlich auch schon mit der Schablonenverlängerung. Es ging eigentlich sehr schnell, wenn man es natürlich schon kann. Aber es ist wirklich nicht schwer. Übt es einfach ein paar Mal und dann wird ihr sehen, das wird immer besser von Mal zu Mal. So, jetzt warte ich natürlich, bis das dann fertig ist. Ich zeige euch das jetzt schon mal. So, ich bin auch immer so ungeduldig. So, das ist meine Schablonenverlängerung. Mit einem kleinen Design. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, viel Erfolg beim Üben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!